Wahrzeichen. Jede große Stadt hat mindestens eins. Aber wie sieht das eigentlich bei uns in der Vitusstadt aus? Mögliche Wahrzeichen gibt es da eine ganze Menge. Wasserturm. Das Museum ab Thalberg. Das Münster. Zum Beispiel der Borussia-Park. Scheinbar gibt es da ja gleich mehrere Kandidaten. Das Münster, der Wasserturm, das Museum ab Thalberg, der Borussia-Park. Aber was macht ein Gebäude überhaupt zu einem Wahrzeichen? Ja, ein Wahrzeichen macht für mich aus, dass man also gerne da mal wieder hinkommt. Ja, eine besonders prägnante Architektur, würde ich mal sagen. Und es muss attraktiv sein für eine große Anzahl von Bürgern, nicht nur für einen kleinen Teil. Ja, es sollte groß sein, sollte repräsentativ sein. Irgendwas Besonderes, was die Stadt halt ausmacht, so, was halt jeder kennt, wo man sagen kann, so ja, das ist halt Gladbach so. In unserer Umfrage landete das Münster ganz weit vorne. Kein Wunder, denn die Kirche gibt es schon seit über 1000 Jahren. Zum Wahrzeichen wurde es aber nicht nur wegen seines Alters. Weil das so imposant ist. Ich finde das ein wunderschöner Bau. Ich war auch schon öfters da zu Orgelkonzerten. Ja, besonders architektonisch hervorragend. Weil die ist schon immer hier. Und schon immer hier. Mit den Eseln am Sonnenhausplatz hat Mönchengladbach im letzten Jahr ein neues Kunstwerk dazu bekommen. Ob sich die Esel aber als echtes Wahrzeichen eignen? Darüber sind sich die Gladbacher noch nicht so richtig einig. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt so, dass die Esel jetzt das Wahrzeichen von Mönchengladbach werden. Das glaube ich nicht. Die Geschmäcker der Bestecker sind verschieden. Ne? Der eine sieht es vielleicht als Wahrzeichen, der andere weniger. Kommt drauf an. Das wird auf jeden Fall eins, ja, weil das auch schon gut beschädigt worden ist, immer wieder. Ja. Ich finde es affig. Ja, wenn der Schwanz auch öfters abgerissen wird, dann wahrscheinlich schon irgendwann, aber so, weiß nicht. Für mich haben die Esel irgendwie keine Bedeutung, also ist das für mich jetzt kein Wahrzeichen und könnte es auch, glaube ich, nicht werden.